Ich hatte aus München eine schöne Aufgabe geschickt bekommen. Die hat mich gereizt. Also, da gibt es am Gymnasium folgende Sache, das hatten wir früher auch immer. Und zwar, wir stellen uns mal folgende Aufgabe vor. Ich habe einen großen Glaszylinder. Da ist nichts weiter als Luft drin. Und da wirkt eine Scheibe, eine ziemlich schwere Gewichtsscheibe von 25 Kilo drauf. Die drückt also das Gas hier zusammen. Hier an der Seite ist ein Quecksilbermanometer angeschlossen. Das heißt, es geht da um Millimeter Quecksilbersäule. Eine ziemlich alte Geschichte, macht man heute nicht unbedingt. Aber beim Arzt gibt es noch so Nostalgiker, die haben dann noch solche schönen Druckmessgeräte. Die können das noch. Egal, unwichtig. So, es waren also bestimmte Bedingungen gegeben, und zwar der Umgebungsdruck, ich nenne ihn mal PU1, ist 1 bar. Der ist, bevor der Kolben drauf gedrückt hat, hier, weil einfach das Gas hatte ja direkten Kontakt zur normalen Atmosphäre, auch so. Aber wenn jetzt der Kolben sich niederlässt, also nehmen wir mal an, der ist super gefertigt und das Glas auch, und der Kolben könnte ganz leise hier runterwandern, dann drückt er ja hier dieses restliche, das vorher vorhandene Gas zusammen. Das sieht aus wie ein restliches Gas, das ist aber das gleiche Gas. Es ist nur zusammengedrückt. Der ganze Kram war 0,5 Meter hoch. Ja, und jetzt wollten die Lehrer da Folgendes wissen, und zwar, wie weit drückt dann der Kolben diese Luft zusammen? Das heißt, die wollten eigentlich Delta H haben, also den Unterschied. Aber wir werden diese H2, also die zweite Höhe, dann durchaus nochmal brauchen. Und sie wollten wissen, was passiert dann mit dieser Quecksilbersäule hier? Wie weit wird die hochgedrückt? Also Delta klein h, Hg, Hg wie dieses Quecksilber habe ich da angeschrieben. Das haben wir also aufgeschrieben. Die suchen also den zweiten Druck, ne, P2, aber absolut, Achtung, absolut ist ein Unterschied. Und Delta H, wie weit geht der Kolben nach unten? Und natürlich auch das hier, was ich eben gerade zur Quecksilbersäule gesagt hatte. Und dann, nach diesem Ganzen, hatte der Lehrer die Idee zu sagen, was ist, wenn ich jetzt hier die Temperatur um 30 Kelvin erhöhe? Wie weit drückt es den Kolben wieder hoch? Jetzt müssen wir aber vorher noch ein paar Kleinigkeiten klären. Was passiert im ersten Fall? Da haben wir es mit einer isothermen Zustandsänderung zu tun. Isotherm, denn Therm wie Thermometer, denn die Temperatur bleibt gleich. Wir nehmen das jetzt mal so an. Es wird auch keine Wärme von außen zugeführt oder es wird keine nach außen abgegeben. Wir nehmen das mal alles ideal und adiabatisch an. Adiabat heißt nichts hinausgeben, so ungefähr. Kommt aus dem Griechischen. So, und pardon. Das heißt also, die Temperatur ändert sich nicht. Und im zweiten Fall, also wenn dann die Temperatur erhöht, dann kann ich ja nicht isotherm dazu sagen, aber dann sage ich dazu isobare Zustandsänderung. Warum? Weil der Kolben nach oben ausweicht, sagt er, naja, komm, der Druck hat sich hier erhöht, ich weiche dem Druck sozusagen aus und folge damit der Temperaturänderung. Kommen wir dann drauf. Zur Lösung der ganzen Aufgabe. Wenn wir P2 angehen wollen, stellen wir doch erstmal die allgemeine Gasgleichung auf, P1 mal V1 durch T1, P2 mal V2 durch T2. Da aber Isothermie vorliegt, ne, keine Temperaturänderung, entfallen die Temperaturen, dann wird die Gleichung leichter, dann steht hier bloß noch das. Und jetzt setze ich mal ein, also ich mache das gerne so, ich habe das früher mal von einem alten Physiker gelernt, setz immer erstmal ein, was du schon hast und dann guckst du, was du brauchst. Und zwar, 1 bar weiß ich schon, das war ja mein erster Druck, ne, als der Kolben noch nicht nach unten gewandert ist, mal V1. Oh, da geht's schon los. V1 weiß ich nicht, also schreibe ich V1. P2 will ich ja auch noch rauskriegen. Den brauche ich ja auch noch. Und V2 auch. Also ich habe hier drei Unbekannte drin. Na und? Im Moment fehlen V1 und P2. Was machen wir? Wir sagen, okay, wir müssen irgendwie eine Nebenrechnung machen. Mal gucken, ich habe die Nebenrechnung weiter runtergeschrieben. Und zwar V1, also als der Zylinder noch sozusagen im unkomprimierten Zustand war, kann ich ja rechnen, das findet man in jeder Formelsammlung, Pi Viertel D Quadrat mal H. Ich habe gleich die konkreten Werte eingesetzt. In der Aufgabe war D nicht klein, wie in üblichen Tabellenwerken, sondern und das H auch nicht, sondern es waren Großbuchstaben. Ist nicht schlimm.
Achtung, es waren 0,1 Meter, wenn ich das jetzt hier einsetze. Pi schreibt man so, damit man nicht 3,14 tralala schreiben muss. Wenn ich das jetzt aber hier für d einsetze, muss ich das quadrieren. Auch die Einheiten. 0,1 mal 0,1 sind 0,01. Ich glaube, ich werde da mal hier einen Link anfügen, wie sowas ganz schnell gerechnet wird mit Kommazahlen. Und das Ganze mal, vorgegebene Höhe 0,5 Meter, Meter mal Quadratmeter sind Kubikmeter und den ganzen Kram hier eingetippt in Taschenrechner ergeben rund 0,4 Kubikmeter. Das ist für mich jetzt ausreichend, für mich wohlgemerkt. Ja, wenn ich das habe, ja, dann kann ich mal gucken, dann könnte ich das ja schon wieder hier oben in meine Formel einsetzen. Ach, 0,4 Kubikmeter. Mir fehlt ja mein P2 noch. Naja, wie errechnet man P2? Grundsätzlich kennen wir die Formel PSF durch A. Also Druck ist Kraft durch Fläche. Jetzt habe ich diesen Kolben, der ist ein bisschen komisch. Da sieht